Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Blacksmith Master von der Demo. Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen. So, wir machen weiter. So, die, oh, wie sie hier alle aufstehen im Gleichschritt. So, wir wollen mal gucken. Der eine füllt ja jetzt hier die Regale. Info. Ach du meine Güte, ja. Ja, ich sehe jetzt leider nicht, wie viel da drauf liegen, ne? Oder? Ah, warte. Ah ja, nee, ich sehe es. Ah, cool. So. Er ist weiter am Forschen. Ja, ich brauche hier mehr. Er trägt die Erze. Ja, da muss man mehr Personal dann einstellen später, ne? Weil hier sind auch nur noch 89, aber das ist schon. Obwohl, ey, geh nicht hinter der Kiste lang. Sie holt dann auch immer wieder Erze. Also Erze müssen dann mehr Leute. Und in der Zeit, wo der einen Erz holt, hat sie zwei verarbeitet. Das, was sie geholt hat und was der andere geholt hat. Okay. Und derjenige, der die Karren belädt, der packt auch die Sachen ins Lager. So, ist das ein Kunde hier? Aber das gucken wir jetzt mal an. Guten Tag. Nee, da, okay. Und da kannst du dann praktisch für jedes, boah, da kannst du ja einen riesen Laden machen, wenn du jedes Teil im Laden packen kannst. Eine Axt liegt hier doch schon, ne? Ein Tomahawk. Ja. Ach so, das wird hier so im Wechsel draufgepackt, okay. Wollte ich nur mal wissen. Ey, jetzt habe ich aber so viel Forschung, jetzt schalte ich mal was frei. Nee. Das war hier, ne? So, gucken wir mal. Kelle, Grillgabel. Ich kann sogar die. Obwohl, nee, wir gucken mal. Da nimmt einer einen Holzlöffel. Na, na, na. Nimm, 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 nimm. Na, einen schönen Tomahawk. So, und du gehst jetzt zur Kasse? Nee, doch nicht. Du warst doch schon an den Holzlöffeln. Jetzt entscheide dich. Nimm einen. Der Holzlöffel ist genauso schick wie der andere. Ja, danke. Der Fink. Ja, super. Okay. Das ist doch schick. Ah, okay. Da können wir da dann. Ja, da kann man den Laden dann richtig schön groß machen. Da gegenüber kann dann noch. Oh.
Okay, das Geschäft läuft hier nebenbei. So, wie viel Holzlöffel brauchen wir noch? Wir machen mal schneller hier. So, da passen 1, 2, 3, 4, 6 Holzlöffel drauf. So, ein Ding noch. Jawohl, abgeschlossen. So. So, und jetzt können wir hier anstellen. Du kannst mehr geschickte Mitarbeiter anstellen. Aber ich will noch mal gucken. Holzlöffel. Ich glaube, ich muss von mir aus schon mal Sachen freischalten, oder? Wir gucken mal erstmal. So, irgendeiner hat Level Up hier. So, du kannst mehr Sachen tragen. Bestätigen. Okay. So, das mit dem Barren tragen, das ist mir noch nicht ganz, weil das macht ja sie, die die Schmelzhütte benutzt. Und so viel sind es ja noch nicht, ne? Schmied. Der hat bald ein Level Up. Für Gestelle. Okay, ich habe 80. So, hier passen 6 drauf und hier weiß ich gar nicht, ob das voll ist. Aber der Laden läuft jetzt hier erstmal nebenbei erwidert. Wenn du hier für jedes Ding. Hier, guck mal. Wenn du hier für jedes Ding ein Regal machen kannst, da kannst du ja einen riesigen Laden machen. Wie viele Regale du dann hier stehen hast. Wow. Und ein richtiges großes Lager. So. Wir machen mal wieder schneller. Wie, ja, der Tag ist auch gleich rum, ne? Und dann gucken wir mal. Ob wir bei dem nächsten. So, okay, der Tag ist jetzt rum. Gesamtes Einkommen, jawohl. Neuen Tag beginnen. Werde ich müssen, okay. Okay, los geht's. Es regnet. Dann machen wir wieder schneller. Der Schmied hat nichts zu tun, weil der Laden voll ist. Beide er. So, du bist der Forscher, ne? Alles klar. Und du bist. Dann machen wir dich auch mal auf Holz. Na, mal gucken, ob wir hier noch.
Und vielleicht noch eine Ladentheke machen, damit er zu tun hat. Wie wäre denn das? Gucken wir uns mal das Gestell an. Ich stelle das jetzt genau vor das Fenster. Oder wir stellen das mal hier hin. So. Und dann gucken wir mal. Ja. Ein paar Kelche. Das wär's doch. Komm, machen wir ein paar Kelche. Dann hat der andere auch wieder zu tun. Oh, ist schon abgeschlossen. Wow, Moment. Du kannst mehr geschickte Mitarbeiter anstellen. Jawohl. So, hier brauchen wir jetzt benötigt Metallschaufel. Dann schalten wir die Metallschaufel frei. Okay, wir starten. Die mit Diesel, ich wollte das... Metallschaufel, wo ist die denn? Da. Deswegen wollte ich die nicht verplempern, die Dienstpunkte. Okay, und das haben wir alles. Okay. Es regnet, es regnet. Oh, hier hat sich jetzt mal ein bisschen was angesammelt. Oh, süß. Wie die Kelche da drin stehen. Super. Da passen aber mehr Sachen rein, ne? Als hier. Oder ist das jetzt nur, weil die Kelche... Also wie es... Ups, ist ja schon wieder rum. Weil... Das sieht so aus, als können hier zwei voreinander, ne? Obwohl bei den Holzlöffeln wird das dann auch nicht der Fall sein. So, neuen Tag beginnen. So, ist abgeschlossen. So, wir kriegen hier 580. Boah, 20 Keulen. 23. Ne, wir machen mal hier 20 Keulen. Jawohl. Und dann wollte ich den letzten Tisch hier mal nochmal ausprobieren. Warte mal, der müsste da ja noch hinpassen. Wenn ich... Nee.
Hier den hier wollte ich noch mal ausprobieren. Packen wir mal hier unters Fenster. Jawohl. Und dann gucken wir mal. Ach, das wird dann so reingesteckt. Dann nehmen wir jetzt hier auch Holzkeulen. Vermute ich mal, dass das so reingesteckt wird. Ah, mit rechter Maustaste kauft man so viel, dass es voll ist. So, jetzt können die mal hier das füllen. Ups. Schmelze benutzen. Hier Gegenstände drin. Na dann. Warum nimmst du nur einen raus? Du kannst doch mehr tragen, oder? Voll süß. Ich finde das Spiel so gelungen. Aber ich kann jetzt mehr. Bessere anstellen. Die haben jetzt schon mehr Fähigkeitspunkte, oder wie? Ja, die haben Level 5 und so von vornherein, oder wie? Wie ist das gemeint? Gab es eine Grenze beim Einstellen? Habe ich nicht mitgekriegt. Kann sein, ne? Genau, und dann steckt das hier so drin. Wie ich gesagt habe. Ah ja. Aber dann brauchst du wirklich ein paar tausend Schmiede und alles. Und dann machst du dann am besten, obwohl ich weiß gar nicht. So groß ist das Gelände hier nicht. Dann musst du das wirklich... Hat wieder einer ein Level ab. Ich mache mal langsamer. Wir sind gleich fertig. Schmied für Gestelle. Gut, dann machen wir das. So, abgeschlossen. Wie viel brauchen wir hier? 3? Ja, 3. 20. Komm, wir machen mal schnell den Kleinen hier fertig. Das müsste jetzt ratzfatz gehen. Dann ist der weg von der Karte. Dann spawnt da ja nichts Neues nach. Ich stehe da im Regen draußen. Der Tag schon wieder rum, meine Güte. Okay. Interessant zu wissen, dass die Kassierer nicht auf der Bank sitzen. Nur wenn sie keine Kasse haben. So, abgeschlossen. So, Schmelzen 2 ermöglicht das Schmelzen von Barren zu größeren Barren. Mhm. So, jetzt müssen wir diese 20 Metallschaufeln machen. Dann mal los.
Man könnte dann ja hier dann auch in den Werkstätten so Zwischenwände machen. Ne, dass man so Abteilungen macht. Einmal Holz und so weiter. Wo konnte man doch die Dings sehen, ne? Rezeptanzeigen, genau. Und wir arbeiten jetzt darauf hin, dass man hier die Warenstufe 2, ja, ne, dass wir die herstellen können. Ich denke mal Kupfer, Silber und Gold. Ja, das habe ich hier in der Demo nicht gesehen. Aber es ist total süß. Vielleicht einmal wieder Gehilfe. Gegenstände tragen. Obwohl, so viel sind da nicht drin. Wir machen erstmal Geschwindigkeit, ne? Und noch einer Level Up, der Schmied. So, wir machen hier mal Metall. So. Ja, mal sehen, ob ich dann noch vergrößere. Ja, ich denke mal, es geht halt bis hier. Ups, so, Tag rum. Das geht ja relativ schnell. Will jetzt nur nicht unnötig mehr Personal einstellen, weil doch das kostet ja doch ein bisschen was, ne? Ja, aber mal ehrlich, so viel Platz hast du doch gar nicht. Man kann auch pro Regal nur eins unterbringen, ne? Also wenn man alles verkaufen will, hat man, glaube ich, ein Problem. Weil zumindest auf der Map hier kann man ja gar nicht viel größer machen. Schauen wir mal. So. Wir haben es gleich geschafft wieder. Wow. Guck mal, wie das aussieht, wenn der dann mehr beladen ist. Schlepp, schlepp, schlepp. So, wir haben es wieder geschafft. Da gucken wir dann mal. Okay. Mehr gibt es dann gar nicht.
Danke. Du hast alle Inhalte dieser Demo abgeschlossen. Danke fürs Spielen. Du kannst Blacksmith Master deiner Wunschliste hinzufügen, um benachrichtigt zu werden, wenn die Vollversion veröffentlicht wird. Neue Metalltypen, Minen, mehr Herstellungsprozess, Münzprägung. Okay. Ich würde dann, aber trotzdem noch einen Teil machen wollen, den letzten dann, weil wir haben ja jetzt was freigeschaltet und das konnten wir uns ja noch gar nicht angucken. Ich würde sagen, das gucken wir uns das nächste Mal zusammen noch an, machen dann da die Aufträge noch, bauen noch ein bisschen aus und dann, ja, ist das hier auch beendet. Okay, ihr Lieben, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.